Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind jetzt auch auf Eos und hier drüben, pass auf, hier rechts von uns, also wenn man so guckt, denn ist dort da diese Mördergeschichte. warte mal, das klingt gerade irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich so, wow, voll die coole Geschichte und so. Auf jeden Fall müssen wir da hin. Ich muss da hin. Das ist... Was ich da? Registriere so. Eine Strahlenbelastung über dem normalen. Wow. Ich wette, da drin sind Cat. Wow! Wo war's? Oh, neuer Ort. Machen wir demnächst. Wow! Kann unser Nomad eigentlich auch schwimmen? Los, komm! Okay, das wird so nix. Okay, er kann nicht schwimmen. Dann wissen wir Bescheid. Das ist noch nicht der Ort, aber wir können uns hier trotzdem anschauen. Oh, was? Ist wer? Ist wer war oder wie? Oder wo? Nee, alles gut. Dann gucken wir mal. Silizium. Ja, steckt auch mit meinem Rechner. Was aber hier? Tyrannische Nieten. Wieder ein Typ gefunden. Voll die Niete. Bin auf dem Weg. Ich wollte V drücken, nicht. Ja, ist gut, Leute. Kommt mal runter. Ups. Wow, voll geruckelt. Voll geruckelt. Noch irgendwas? Alles ist gut. Da komm schon, du bist doch bestimmt eine Kiste. Ah, da ist noch ein Behälter. Universal-G, das ist so cool, dass wir das noch finden. Oh. Fluorid. Vanadium? Vanadium. Vanadit, Magnetit und Patronit. Also Ferrum, PB und hast du nicht. Okay. Vanadium-Legierungen besitzen eine enorme Stärke und Temperaturstabilität, weshalb sie sowohl in der Raumfahrt als auch in der Verteidigungstechnologie Verwendung finden. Einige dieser Legierungen weisen außerdem supraleitende Eigenschaften auf. Und hier an der Ecke ruckelt's. Ich hau ab. Hi, Vetra. Was machst du da oben? Hey, vielleicht ist in der Box noch was drin. Hä? Wie? Ich kann auch nicht schwimmen? Sie verlassen das Missions... Aber das ist doch nur Wasser. Ich dachte, ich kann da... Ich meine, immerhin kann man da hinspringen. Ja, ich guck mal hier oben rauf. Hä? Da ist Munitionsbox, darf da aber nicht hin. Versteh einer die Welt. Okay, ich hole mir jetzt noch das Fluorid da drüben und dann hauen wir wieder ab. Was sind das für Pflanzen? Da muss ich beide auch erstmal gucken. Jo, eingesammelt. Alles klar. Das heißt, ich muss mit dem Nomad jetzt auch noch irgendwie einen Weg über das Wasser finden. Schon wieder was gesehen. Wir nähern uns Anlage 2. Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Cat sie zerstört haben. Um die Cat kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. Wir sind wieder drinnen. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Das funktioniert ganz gut. Ist stabil. Sie hatten noch nicht mal alles ausgepackt. Die Cat haben ihnen von Anfang an zugesetzt. Naja, ich meine, was willst du auch machen? Einpacken? Oh, irgendwas ist zu scannen. Was adaptierter Apparat, einzigartige Funktionsweise, Aktualisierung der Operationsstandards der Initiative. Dieses Gerät ist vor allem deshalb wertvoll, weil es Technologien der Initiative unter Umgehung
Umgehung geltender Standards an die spezifischen Anforderungen von Helios anpasst, im Feld improvisierte Geräte überspringen, Entwicklungszyklen halt und bieten relevantes Forschungspotenzial und einen Tisch. Unvollständige Wasserfrachtliste. Die Angelegenheit hat die erste erfolgreiche Wasserlieferung vorbereitet, die jedoch nie durchgeführt werden konnte. Aber irgendwie ist das hier schon hübsch. Oh, boah, was ruckelt's denn hier jetzt so in der Ecken? In der Ecken. Hör auf zu ruckeln. Fluorid. Sind das Kettsachen? Eine portable Deckung der Kett. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, sie wieder mitzunehmen. Einfach da gelassen. Ich hab's nochmal gescannt. Diese Barriere wird als Notfalldeckung im Kampf eingesetzt, solange sie aktiv ist, blockt sie Projektile ab. Die Barriere wird von einem Generator in der Nähe gespeist. Das ist noch ein Ding. Er ist bei der Verteidigung dieses Außenpostens gestorben. Und wir haben ihn zurückgelassen. So etwas wird nie wieder geschehen, Liam. Ja, sag mal jetzt nicht so theatralisch hier. Lexi, Trentius. Aktualisieren Sie die Unterlagen über Trinitas Gordanus. Betrachten Sie es als erledigt, Pathfinder. Mehrere Schüsse mit Kettwaffe in die Brust. Ach, ist doch alles mies. Und wo ist dieser Generator, von dem das jetzt die Energie speist? Und wieso kann ich das mehrmals scannen? Kriege ich denn auch Punkte? Solange ich die Punkte kriege, ist mir das egal. Hier, das Zeug nehmen wir auch noch mit. Oder haben wir das schon? Es will nicht, also muss es erschossen werden. Nein, ich weiß auch nicht. Da hinten, das haben wir schon eingesammelt. Gucken wir uns erstmal die Plattform an. Hey, hier könnte doch ganz wunderbar ein Schiffchen landen. Nichts dergleichen hier. Auch nichts da. Oh, hier Fluorid. Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Kett von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Ja, aber Kriegsgebiet würde ich jetzt zum Licht nennen. Ja, total ausgestorben, ne? Wie wir es eh schon erlebt haben. Oh. 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 Wie keine relevanten Daten. Ich kann das doch scannen, oder nicht? Hä? Okay, Explosionsrisiko, Brandgefahr, angreifbar durch Beschuss. Ja, gut, das können wir, wissen wir. Hochgradig. Ja, die explodieren halt, die Dinger, ne? Es sieht schon so aus, ist bekannt. Wissen wir. Die Überbrückung funktioniert, aber... Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energie... Oh, nein! Hier ist es viel zu ruhig. Ach, Mann. Dass diese immer sich unterbrechen, das ist so ätzend. Sekundärterminals. Wir haben hier keinen Zugriff. Sam? Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Log, Fortführung der botanischen Analyse. Ist wahrscheinlich was zum Nachlesen dann. Also wir müssen mehr tief in die Tiefe gehen anscheinend. Oh, die alten Medikits. Na, wenn wir hier nicht so in Ordnung. Energieterminal? Hier ist noch eine Station. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Sie haben während eines Kettangriffs evakuiert. Die meisten haben es nicht geschafft. Aber immerhin evakuiert. Ich meine, wir haben jetzt bisher 3 Leichen gefunden. Das ist noch nicht so viel, ne? Im Mediastream der Initiative... Titel streben. Die Initiative hat Videos zur Inspiration ihrer Kolonisten produziert. Dieses Video zeigt vor dem Aufbruch geplante Außenpostenziele. Die Power-Taste funktioniert auch nach mehrmaligem Drücken nicht. Voll interesting. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Da ist ein Feind hinter. Was steht drin? Lauft. Code gerichtet. Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Verflucht!
Was zum Teufel war das? Ich hab's auch nicht mal gesehen. Verdammt gute Frage. Pathfinder, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber sind Cat in Richtung ihrer Position unterwegs? Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. What? Cat nähert sich! Warte. Ich bin noch nicht ready for that shit. Beeilung, dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Cat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. Irgendwas ist explodiert. Koloss! Dieses Ding? Liam! Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Liam. Seien Sie vorsichtig. Ach, Scheiße. Wo ist der Typ? Löst dich mal bitte davon. Boah. Der hält viel aus. Der hält... Oh, da ist das Vieh. Ein zielt. Schietenkram. Kommt mal mit, Leute. Lade nach. Ich hab keine Ahnung, wie die Weichreite ist. Munition. Voll cool. Der kam der mir voll entgegen und ich wollte gerade die 3 drücken, die war aber nicht ready. Die ist dann gerade in dem Moment erst ready geworden. Shit. Naja. Nehmen wir noch mit. Vielleicht sehen wir jetzt auch endlich mal das Vieh. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Und was steht drin? Lauf. So. Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Verflucht! Kann man das irgendwie... Was zum Teufel war das? Konsole. Verdammt gute Frage. Pathfinder, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber sind Cat in Richtung Ihrer Position unterwegs? Ach nee. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. Leute, wir brauchen mal einen richtig tollen Spot. Hier oben ist doch geil. Oder noch weiter oben. Ja, ich muss aber hochkommen, warte. Mit einem von uns? Wow. Oh, die können auch fliegen. Die Ketten sind gar nicht so blöd. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Nein, das wird nichts. Shit, okay, vergessen wir das Dach. Oh, mein Gütiger. Interesting. Terminal, da hast du. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Er darf's. Ich hätte die rot einpacken sollen. Die Tür ist komischerweise gerade zu gewesen. Was zum Teufel war das? Folgen verdammt die Cat. Gute Frage. Ich muss sie besiegen. Pathfinder, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber sind Cat in Richtung ihrer Position unterwegs? Cat und dieses Ding? No shit, Sherlock. Verfluchte Scheiße. Guck mal, da ist dieses eine Teil. Wenn die hier langkommen. Da hinten kommen sie. 3 Stück, 4. Der Dicke müsste auch noch kommen. Da kommt der Dicke. Konzentriert euch erstmal auf den. Oh, der lebt noch. Ah! Wir nehmen mal die kleine Pistole. Oh, Weggranate! Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig! Bitte. Also die Phalanx ist nicht so stark, wie ich sie in Erinnerung hatte.
Beeilung! Dieses Ding ist da draußen! Genau wie die Cat! Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest! Okay, der hat schon mal wenigstens sein Schild verloren. Leute, könnt ihr eigentlich mal irgendwie zu mir kommen? Nein, nicht die Pistole wegstecken, Mann, du bist so irre. Hi, Liam. Ja, das ist gut. Bleib mal da. Munition. Sie haben Liam getroffen! Ja, er lebt doch noch, ist doch alles gut. Was ist das, ein Gesandter? Ah, meine Kräfte sind noch nicht bereit. Nein, ich bin in der blöden Fuck-Konsole. Wie komme ich hier raus? Okay. Oh, Gott sei Dank. Ein Koloss! Kommen Sie ihm nicht zu nah! Ah, nein, jetzt nicht sterben. Oh, shit. Boah, was halten die denn aus? Mensch, ich muss mich echt zusammenreißen. Halt nicht auf die Lust zu stürmen. Das ist ja Mist. Großer Mist ist das. Pathfinder. Ja. Zum ein Landungsschiff mit Verstärkung. Ich muss kurz hier durch. Seien Sie vorsichtig. Nein, nicht schon wieder sterben. Oh Gott. Hust, hust. Ich dachte, ich kann mich da so ein bisschen durchmogeln, aber nein. Wir werden das schon schaffen, Leute. Das ist doch irgendwie immer so. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Das ist auch irgendwie, sind wir so eingekesselt. Wir können hinten ist noch mehr Platz. Schließen Sie die Tür! Kommt mal mit. Verflucht! Was zum Teufel war das? Verdammt gute Frage. Los, hoch mit dir. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber sind Cat in Richtung ihrer Position unterwegs. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. Wir haben ja das ganze Areal, dann sollten wir das auch benutzen. Oh, 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 oh. Da ist einer. Oh, da liegt noch eine Leiche. Sehr gut. Du kommst doch nicht etwa aufs Dach? Doch, ihr kommt aufs Dach. Was mache ich denn? Ich wollte die zwei. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Ja, spuck du mal ruhig. Noch ein Landungstrupp? Jetzt hätte ich hier nicht schon genug Probleme. Nein, nein, geh doch hoch, Mensch. Oh nein, wieso hakt ihr denn da fest? Oh nein. Die Brüstung war's. Da fällt mir ein, wartet mal, wir haben doch noch... Achso, man kann übrigens mal, wir sollten mal vielleicht speichern. Dann müssen wir den ganzen Quatsch nicht gleich nochmal machen. Und zwar Fähigkeiten. Ich glaube, wir haben noch Punkte. Wir haben 5 Punkte, die sollten wir mal einsetzen. Lanze. Diese Lanze, die bringt irgendwie gar nichts. Ich dachte, die ist voll so voll geil, aber nein. Aufladetempo. Und was ist das denn? Stärke, Schaden. Ja, weiß ich auch nicht. Gegenschlag? Das ist vielleicht auch gar nicht blöd. Schockwelle, die Nova. 25% Schadensradius. Komm, das nehmen wir mal mit. Und Stärke. Weil die kommen hier viel zu. Ja, ja, das ist schon richtig. Ich würde gerne mal meine beiden... Wie kann ich die... Ach, da unten. Vetra hat 6 Punkte. Betäubungsschuss, Verteidigungsexpertin. Gesundheit, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und Schild. Und Schmugglerin, Waffenschaden. Ja, komm, nehmen wir mit. Betäubungsschuss. Auch gar nicht so blöd. Energiepanzer. Vetras individuelle Panzerung härtet sich und aktiviert... Ach so, einfach nur... Ja, ja, Panzerung. Das ist halt so diese Technikerin. Schadenswiderstand, Schilde wiederhergestellt, 20%. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Darf ich nicht nehmen. Ach so, haben wir schon. Dann nehmen wir Betäubungsschuss. Ja. Gut. Ja, das ist richtig. Und Liam?
Splittergranate, Chaosangriff, den wollten wir dir eh schon spendieren, den kannst du mal haben. Militärische Ausbildung, Waffenschaden, Waffenstärke, finde ich gut. Verteidigung, Schilde und Gesundheit, das kriegst du jetzt auch gleich mal. Und dann haben wir noch einen Punkt, das reicht nicht. Okay, bestätigen. Speichern, nochmal. Zählen wir erstmal den ganzen Quatsch auf, gucken, ob wir dann nochmal speichern können, damit wir halt mal in die Action gehen hier. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Nee, dann geht nicht und mehr. Was steht drin? Lauf. Ja, wir schaffen das. Ein Kunden. Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Das war doch nur den Mord untersuchen. Ah, das ist Cat. Verflucht! Was zum Teufel war das? Nee, warte mal, ich geh wieder verdammt nach oben. Verdammt gute Frage. Pathfinder, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber sind Cat in Richtung Ihrer Position ach, nee. Unterwegs? Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. Ich kann aber auch nicht mehr zielen hier heute. Jo, außerhalb der... Ah, verdammt. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkung. Oh, das ist gerade. Seien Sie vorsichtig. Oh, ist das Ding jetzt hier drinne? Nee, er turnt da noch rum. Wie ihr hiermit zurechtkommt. Ja, nein, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott. Nein. Jolle. Folge 8, nur gekämpft. Aber hey, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Oh, oh hi, oh William. Liam. Wir sind uns aber auch nah. Pathfinder. Schließen Sie die Tür! Ba 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 da ba ba. Ba ba da ba. Was zum Teufel war das? Jetzt geh ich doch mal hier unten irgendwo hin. Verdammt gute Frage. Pathfinder, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber sind Cat in Richtung Ihrer Position unterwegs. Cat und die. Erzähl mir doch mal was Neues. Verfluchte Scheiße. Jetzt kommst du aber jetzt. Jetzt willst du aber wissen, du. Ein Schlag von dem Vieh. Ein Schlag. Ich bin echt so ein kleiner Shepherd, den man zertreten kann, ne? Das ist ja unfassbar. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Schnauze, Sam. Und was steht drin? Lauf. Warten Sie auf. Ja. Überbrücken Sie die Steuerung. Schließen Sie die Tür. Da ist nur Schild, glaube ich. Ist das ein Schild? Verflucht. Was zum Teufel war? Verflucht. Was zum Teufel war das? Verdammt gute Frage. Pathfinder, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, aber sind Cat in Richtung Ihrer Position unterwegs? Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße. Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig! Metro ist verletzt!
Durchhalten, Liam! Beeilung! Dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Cat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. Geschafft! Jetzt müssen wir nur noch mit seinen Herrchen fertig werden. Geschafft. Ich bezweifle, dass Anlage 2 auf solche Angriffe vorbereitet. Leck mich doch an der Füße. Wow. Wir haben. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Sie haben recht. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Das ist keine schöne Vorstellung. Ah, die Kolonisten verschleppt oder was? Boah, Mann, was ein Kampf. Aber ich habe jetzt, glaube ich, nicht viel rausgeschnitten für euch. Ich glaube, nur so 1, 2, 4 Versuche. Und dann einfach mal die Fresse gehalten, konzentriert. So geht's doch. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut, aber es fehlen Teile. Da.
Oh. Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. Oh Mann, ey. Das war ja was. Wir müssen jetzt erstmal alles einsammeln hier. Das war zwischenzeitlich, war das richtig knapp, ne? Also die sind mir ja beide abgenippelt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das hier oder ein langsamer Tod wie in Versprechen. Schluss mit den düsteren Gedanken, Liam. Noch irgendwelche? Willst du noch irgendwas sagen? Oh, ja, ich hole nur schnell das Fluorid hier. Oh, Mann, ey. Was ein Kampf. Und dabei wollte ich ja eigentlich nur... Ups. Aber die Dinger gehen auch immer hoch und runter. Dabei wollte ich ja eigentlich ja nur diesen Mord aufklären, ne? Jetzt wollen wir ihn... Ich hatte schon gehört, dass der Angriff auf Beständigkeit schlimm war. Aber das hier... Verdammt. Er hat bis zuletzt gekämpft. So treten Turianer ab. Ups. Oh, was war das denn? Ich glaube, hinten liegt noch eine Leiche, die wir scannen können. Und ich wollte auch nochmal hier... Warte mal, hier war doch Munition irgendwo. Munition? Ammunition? Ah, hier. Gut. Aufgesammelt. Dann haben wir das wenigstens. Oh, meine Güte. Das Ding müssen wir auch nochmal kurz scannen. Und was noch? Ich glaube, sonst haben wir alles, ne? Gut. Das ist doch gerade mal voll der fette Speicherwert hier. Puh. So, warte, jetzt irgendwie hier. Hier drüben lag irgendwie eine. Wo liegt die? Ah, und man kann ja auch noch hier oben rein. Das sollten wir vielleicht auch mal tun. Ah, hier ist auch nochmal Muni. Pathfinder, ich habe genügend sensorische Daten, um ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Ah. Balia Halex und... Vielleicht können wir die Kette ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur, unsere Optionen durchzugehen. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Tja, wir wissen, wofür Sie sich entschieden haben. Tja, also, ja, verstorben. Ups. Vielleicht können wir die Kette ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Postausgang, Happy Birthday. Emily, wie ist es so, 28 zu sein? Tut mir leid, dass ich nicht bei dir sein kann, aber ich hoffe, du hast richtig Spaß mit deinen Freunden auf der Nexus. Lass krachen. Hast du mein Geschenk bekommen? Ich habe den Zwinger extra für ihn gebaut. Ich weiß, er kann Buster nicht ersetzen, aber es heißt, wenn man einen Adi von klein auf groß zieht, bleibt er einem Leben lang treu. Gib ihm einen guten Namen und erzähl ihm viel Gutes von dir oder von mir, damit er weiß, dass ich auf deiner Seite stehe. Hoffentlich ist deine Geburtstagsparty so großartig, wie du es bist. Nächstes Jahr feiern wir zusammen. Du, ich und der kleine Kerl. Ich liebe dich, Astor. Remitus, ich habe ihr Gesuch erhalten. Es tut mir sehr leid, aber ein Transfer ist momentan nicht möglich. Ich verstehe, dass sie nach ihrer Schwester suchen möchten, die sich auf der Turianischen Arche befand. Aber da wir seit unserer Abreise aus der Milchstraße keinerlei Kontakt mit den Natanus hatten, das ist die Turianische Arche, waren ihre Mühen umsonst. Die Initiative braucht sie hier auf Eos, um Methoden zur Erhaltung der Lebensfähigkeit zu erforschen. Ihre Arbeit ist für uns alle wichtig. Sie müssen Geduld haben und warten, bis wir Nachricht vom Verbleib der Natanus halten. Hey, Jungspund, hoffentlich ist da unten alles okay. Es gibt Gerüchte über die unfreundlichen Einwohner, aber damit kommst du sicher klar. Ich wollte nur sagen, dass die Sache, über die wir letzte Woche geredet haben, läuft. Sloane hat heute das Signal gegeben. Wir machen es morgen. Wenn alles nach Plan läuft, nehme ich dich mit hierher, um zu feiern. Wenn nicht... Naja, wir hatten's gut. Wir bereuen nichts, oder? Pass auf dich auf. Bis bald. Colt. Tja. Sonst noch irgendwas? Evakuieren oder... Ja, wie ich nicht. Hier, das ja. Muni braucht man wir nicht. Wir wissen, wofür Sie sich entschieden haben. Genau, Betua. Dass du das weißt, ist mir bewusst. So, irgendwo hier bin ich beim Gefecht da. An einer Leiche vorbeigerannt. Ich hab's doch noch gesehen. Asari. Ilar. Tysa. Ich habe die Unterlagen aktualisiert, Pathfinder. Ist das eigentlich so eine Sammelaufgabe oder was mache ich hier eigentlich? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Der Mord da hinten ist... Oh, da.
wo bin ich jetzt eigentlich? Gleich da drüben. Hier diese Station ist auch gar nicht eingezeichnet, ne? Wir sind hier irgendwie ganz zufällig drauf gestoßen. Eigentlich sehr merkwürdig. Haben wir jetzt eigentlich alles, ich glaube. Ich glaube, wir können unseren Nomad schnappen und dann einfach mal weiter rauschen. Hier drin waren wir auch schon, ne? Oh, hier gibt's auch nochmal Health. Oh, das tat gut. Auf sowas bin ich halt echt angewiesen, ne? Oh, wir können wieder nicht Spiel speichern. Na gut. Komm, meine Nomad. Wir müssen hier einfach mal durchbrettern. Warte mal, halt, das wird nichts. Er kann ja auch nicht durchs Wasser, das ist halt echt mies. Oh, aber sonst passt das. Gefahrenstufe? Warte mal. Nee, ich muss schon irgendwie... Pathfinder, was ist mit dieser Leiche passiert? Ein Scan könnte uns mehr verraten. Schon wieder eine Leiche. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Und wir wissen auch von was. Die Cat haben widerliche Schoßtierchen. West. Komm ich da lang? Ich hab Wild. Also, meine Taste. Okay, nochmal ein Stück zurück. Und Anlauf nehmen. Ja. Das ist alle waren so aufgeregt, als die ersten Kolonisten hier runtergestiegen. Hier ist Chief Reynolds gestorben. Die Sandstürme haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Ekliges Kriechzeug. Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Eine Beinschiene. Laut Scan befinden sich Gewebe und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Karkin-Futter. Der Kreislauf des Lebens kann grausam sein. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Das heißt, wir müssen noch mal weiter rumsuchen? Dann suchen und scannen wir weiter. Ja. Okay, verstehe ich schon. Das ist doch der Helm. Scannen? Ah. Noch ein Panzerungsteil. Chief Reynolds Helm. Die Suche geht weiter. Cool, ich hinterlasse sogar richtige Spuren. Und damit habe ich das schon gescannt. Wieso zeigt mir das der noch an? Okay. Hat uns aber nicht wirklich weitergeholfen jetzt, ne? Ich mag keine Felsen, die den Nomad unter sich begraben könnten. Selbst wenn sie noch so interessant sind. Meinst du, Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. Ihr seid so ganz verliebt in das Ding, ne? Wo ist es da? Pathfinder. Der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Bestätige Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nilken vor dem Chief, als er abdrückte. Ja. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das Universalwerkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Ja, der ist von vorne, Quatsch, schon, also der Nilken war vor ihm. Wenn er von hinten erschossen worden ist. Das sind doch schon Gegner. Mal... Gegner? Alles gut. Diese kleinen, ich weiß nicht, was sie... Pathfinder, dieses Gebiet wurde von Relikten verändert. Etwas dort könnte für uns von Nutzen sein. Das steht doch aber... Wer steht denn da? Das sind Cat! Kann ich euch umfahren? Noch mehr von Pibis Relikt-Technologie. Ich glaube, die kann ich nicht wirklich... Oh! Okay, ist gut. Ich versteck mich. Kampfbereit machen!
Aua. Wir haben schon ganz schön viel Gefahrenstufe. Granate, in Deckung! Komm schon! Das war zu weit weg. Ja, ist okay. Leute, schnell mal die hier Help holen und dann ab in den Nomad. Ich hoffe, der alles dem. Okay, Beobachtungssätze. Ups, wollte ich gar nicht. Anna Carell, wir sind in einer kleinen Gruppe von der Nexus aufgebrochen, um als Pioniere auf Eos zu landen. Die meisten meiner Leute wollen schon wieder zurück. Aber ich bin entschlossen, zumindest etwas Gutes für die Initiative zu tun. Ich habe diese Ruinen entdeckt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde sie weiter erforschen. Wer auch immer das hier gebaut hat, könnte sich noch in Helios aufhalten. Und wir brauchen seine Hilfe. Nichts ist so... wie Jean Garson es sich vorgestellt hatte. Okay. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben. Mein Nomad brennt so ein bisschen. Kann ich eigentlich Bergbau? What? Ich tue hier die ganze Zeit rum und wir können auch noch Sachen. Wie kann ich denn hier so eine Drohne aufstellen? Umschalt. Kann ich irgendwie so ein Ding aufstellen? Warte. Was ist das? Was machen wir denn da? Ach, wir bocken den auf. Ach, das ist wegen Allrad und so weiter. Okay, so fährt er sich. Der fährt sich wirklich anders sozusagen. Nee, gib mir mal Vierrad. Vierrad ist gut. Das ist ja mal nice. Aber wo kann ich denn meinen Nomad reparieren? Das wäre vielleicht auch noch nur ganz. Und vor allen Dingen mich. Bei mir läuft das da auch irgendwie ab. Ich dachte, das wird immer ein bisschen aufgeladen. Komm, Sam, das nehme ich schnell mit für dich. Diese Pönökelteile haben wir eigentlich schon gesehen. Oh, aber hier kann ich nochmal scannen. Beschuss mit Handfeuerwaffen. Ja, genau. Das ist so ein Quatsch. Element Zero. Dreimal. Was? Nur drei? Jetzt seid ihr aber auch knauserig. Okay, ich glaube, das war's. Na, dann schnell zurück in Nomad. Naja. Wir bräuchten so einen Pott, glaube ich, der uns repariert. Aber wie? Kann ich den irgendwie hierher rufen? Und Bergbau? Das ist ja auch mal echt interessant. Oh. Ich hab noch was gefunden. Warte, schnell Lithium mitnehmen. Lithium gescannt, alles klar, schnell wieder rein. Wo ist da hinten? Achso, warte mal, ich wollte doch Bergbau. Wir müssen mal dran denken, dass wir das anmachen, ja, anscheinend. Empfange weitere Panzerungsbruchstücke. Ich glaube, es handelt sich um eine Spur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Möglicherweise befindet sich dort das Nest. Hey, jetzt kann ich doch ausgehen. Sam? Sam, das kann ich doch scannen. Oder nicht? Okay. Ja, hör mal auf zu spucken, ja, jetzt habt ihr andere Sachen zu tun hier. Es ist wirklich ein Kakennest. Ausschwärmen. Warte. Und rüber. Oh, der Nomad, den langsam qualmt er aber so richtig, ne? Temposchwelle! Gibt da noch eins? Mal sehen, wie ihr hier mit zurechtkommt. Hab eins. Aber hier ist doch auch wieder Gefahrenstufe.
Mal irgendwo da hinten. Oh, hier war's. Da. Bestätige Ausrüstung der Initiative. Einschließlich Universalwerkzeug von Security Chief Hiram Reynolds. Wenn Sie es einschalten, kann ich die Daten übernehmen. Datenzugriff. Der Chief hat zum Zeitpunkt seines Todes einen Scan durchgeführt. Der Scanner hat 2 Schüsse registriert. 2. Der erste wurde von einem Standardgewehr der Initiative abgefeuert und verfehlte. Der zweite kam von hinten. Eine Impulswaffe der Cat. Das beweist, dass Nilton unschuldig ist. Er hat Reynolds nicht erschossen. Aber er hat trotzdem geschossen. Aber der hat trotzdem geschossen. Die Kugel hat nur verfehlt. Das ist aber auch irgendwie jetzt nicht optimal. Das ist eine Erleichterung. Gute Arbeit. Pathfinder, es gibt noch eine Audioaufzeichnung. Hau raus. Dann spiel sie ab. Mann! Wo ist Nilton? Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Ha. Dreckskerl. Bestätige. Stimme als verdächtiger Nilton identifiziert. Er hat den Chief nicht getötet. Wollte es aber. Aber er wollte ihn töten. Ich muss noch mal mit dem Mann reden. Krass. Na, habe ich doch gesagt, es war ja auch jetzt schon 2. Schuss, ne? Das ist heftig. So, schnell Cadmium einsammeln. Hier, scannen. Dann nehmen wir das auch noch mit und dann sind wir hier fertig. Oh Mann, ey, der Nomad, der brutzelt hier schon so vor sich hin, ne? Immerhin haben wir diese Nilken-Sache jetzt geklärt. Da bin ich schon mal auf jeden Fall sehr froh. Ich bräuchte mal wieder so ein... Wo kann ich denn... Unbekannt? Steine kloppen im Dienste der Wissenschaft? Mineralien scannen? Ich muss mal wieder zu so einem Aufklärungspunkt, Abwerfpunkt. Ja, hier. Da düse ich mal schnell rüber. Das ist das, was ich mir markiert habe? Alles klar. Wow, 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 wow. Ich glaube, Vierradantrieb ist doch nicht so gut. Er steuert sich auch jetzt nicht so gut. Oh, warte. Maus. Sieht aus, als wären da vorne Cat. Wir sollten vorsichtig sein. Nee. Nee, du. Nee, du. Ich muss jetzt hier erstmal rein. Wenn das hier so ein Dingens gibt. Abwerfpunkt. Da drüben? Das da. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ja, mach mal schnell. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Das ist gut. Gut zu wissen. Und zack geht's uns gleich wieder gut. Das ist so unsere Mini-Oase hier. Aber auch echt schön, dass wir hier gerade so Fußspuren haben. Ich finde das toll. Ich nehme alles zurück. Ihr Lieben, wir machen jetzt Schluss für heute. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Vielleicht ist sie kürzer, vielleicht auch länger. Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, bis dann sage ich tschüss. Tschüss.